Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Der Uelzner Hof wird Stück für Stück abgerissen. Lediglich die historische Fassade des ehemaligen Hotels bleibt bestehen. Aus statischen Gründen konnte der Altbau nicht erhalten werden, sagt Bauherr Horst Säwecke. Mit dem Neubau soll Mitte Mai begonnen werden. Darin wird Platz für 4 Wohnungen und Einzelhandel sein. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Thorsten Albeck, hat eine Diskussion ins Rollen gebracht. Um den Sanierungsstau von Straßen abbauen zu können, fordert er eine Sonderabgabe für Autofahrer. Der ADAC-Ortsverein Bad Bevensen sagt dazu, der Autofahrer ist schon gebeutelt. Mehr dazu lesen Sie in der AZ. Nach dem Fleischskandal bei Neuland fordert die Arbeitsgruppe bäuerlicher Landwirtschaft Niedersachsen-Bremen, dass die Vorgänge um Neuland-Geflügel konsequent aufgedeckt werden. Missstände und Fehler sollten transparent gemacht werden und rasch die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden. Ein Geflügellandwirt aus Niedersachsen soll über Jahre hinweg Fleisch von konventionell gehaltenem Geflügel als Neulandfleisch ausgegeben haben. Dieses Geflügel soll über Neulands Vertriebsstandort in Bad Bevensen an die Konsumenten in Norddeutschland gelangt sein. Und jetzt ein Blick aufs Wetter. Am Mittwoch wird es trocken und ab dem Mittag sonnig bei maximal 20 Grad. Für Donnerstag melden sich voraussichtlich Schauer und Gewitter schon wieder zurück. Das war ZTV für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.